Was ja, so bin ich ja natürlich auch. Und jetzt trotzdem so eine wahnsinnige Sammlung zu haben, die nichts verzeiht. Also wenn die Privatisierungsinteressen, die Land auf, Land ab stattfinden. Also dieses eher wieder den öffentlichen Raum zu erweitern, denn da kann sich nur Demokratie abspielen, wo denn sonst? Interessant in dem Zusammenhang auch die Wirkung des Internets. Das Internet auch als demokratisch wirksames Medium. Ja, ist ja nicht nur der Feind, sondern das Internet bietet große Chancen, dass sie sofort auch von den Gegnern, sowohl der Demokratie als allen anderen Dingen, die uns wert und teuer sind, auch aktiv ist. Das ist eine ganz andere Frage. Deshalb noch längst nicht entschieden, ob das Internet uns alle zum Schluss über Google im Griff hat. Ist ja heute schon, die Stasi ist ja lächerlich dagegen, was Google macht und tut. Die haben ja auch mit der CIA ein Abkommen, wie ich gelesen habe. Also, sagen wir, die Gefahren, Sie sehen auch die negativen Seiten des Internets. Na, selbstverständlich. Überwiegen die? Ich glaube, im Augenblick hält sich fast noch die Balance. Aber das kann ganz schnell gehen und es geht in die Richtung. Auch selbst Facebook ist doch nicht die große soziale Ebene, wie alle behaupten, sondern es ist gleichzeitig eine große Geschäftsidee. Und Sie können da Verknüpfungen herstellen und Werbung so effektiv machen, wie mir das vorher unvorstellbar war. Also das Ganze, das Internet wird heute beherrscht von 4 großen Konzernen. Ja, wer? Oder Facebook gehört dazu, oder 5 oder 6, also das da 8 sein. Ja. Und wenn wir Pech haben, bleiben vielleicht 2 übrig. Ja, aber und dann haben wir 1984 in Rheinkultur. Aber Klaus. Jetzt, was will denn der da hinten? Genau. Ich wollte nur sagen, man kann auch immer Nein sagen. Ich muss nicht ist ja richtig. Nein, die Frage ist ja bloß, wir reden ja über ein Massenphänomen, dass man immer Nein sagen kann, aber es gibt Situationen, wo du eben nicht mehr Nein sagen kannst. Du kannst nicht heute in einen Beruf gehen und sagen, ich lehne das Internet ab. In vielen Berufen ist das gar nicht mehr möglich. Das ist das Grundvoraussetzung. Aber Sie sehen da schon eine Möglichkeit des Internets demokratisch zu wirken, insbesondere was Transparenz Die Chance ist da. Sagen wir mal, Leute zu mobilisieren. Für eine bestimmte Aktion oder für bestimmte Ideen. Das ist parallel. Das ist doch eine schizophrene Situation, dass die reaktionärsten, rechtsradikalsten Gruppen sich als allererste über das Internet gefunden, definiert haben und verständigt haben. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich, wenn man sagt, die reaktionärsten bedienen sich des fortschrittlichsten technischen Mittels. Ja, weil das aber Plattformen sind und sagen wir mal eine zivile Gesellschaft, die in sich einigermaßen. Sie sind einen toleranten Moderator gelesen. Ja, nee, nichts mit Toleranz zu tun, sondern einfach. Ist so ganz klar, wer populistisch wirken will, bedient sich dieser Medien. Und es gibt aber auch. Es ist der öffentliche Marktplatz geworden. Ja, genau, aber es gibt aber, denke ich schon, auch heute noch eine ganz grundsolide Substanz, die auch durchaus bereit ist, radikal zu denken. Die aber sich eigentlich anderer Mittel bedient. Die muss nicht Internet sein und die muss nicht populistisch wirken, sondern die wirken eher, stabilisierend im Hintergrund. Ich komme jetzt wir haben eigentlich eine stabile Gesellschaft. Als der Realist jetzt in bestimmter Weise, wenn man mal merkt oder feststellt, dass die meisten jungen Leute keine Zeitung mehr lesen, dass sie auch natürlich keine Zeitung mehr kaufen dadurch und auch keine Zeitung überleben kann, wenn eine ganze Generation, eine ganze Reaktion jetzt wegbricht. Also ändern sich Gewohnheiten und die Zeitung, wie immer, wenn sie überleben will, muss sie darauf reagieren. Jetzt ist die Frage, reagiert sie mit Anpassung, reagiert sie mit Entertainment, alles Infotainment, wie das Fernsehen ja auch. Wir beklagen doch viele irgendwie, dass wir. Ja, dann aber die Frage, wer will denn noch die Qualität? Wer ist bereit, für die Qualität auch zu bezahlen? Welcher Journalist kann sich die wirkliche Recherche noch leisten? Rein zeitlich, rein finanziell untergrund. Da sind wir in einer enormen Umbruchssituation. Das ist schon so. Es ist nicht entschieden, wohin die Reise geht, aber da viele Leute großes Interesse haben, dass sie in eine bestimmte Reise geht. Aber die Qualitätszeitungen haben sich ja gehalten. Ja, erstaunlicherweise. Die Frage ist doch, ob sie sich halten. Und zwar, Sie sprachen von Werner, wie hieß er? Herbert Wehner. Herbert Wehner. Ja.
kann mich daran erinnern, dass er einmal den Beuys regelrecht beschimpft hat. Also der sprach einmal davon, der Herr badet gerne Laub. Das hat er aber gemünzt auf Willy Brandt. Auf Willy Brandt war ja. Ach so, war nicht Josef Beuys. Da ist übrigens eine ganz falsche Fährte. Ja, ja. Deswegen haben Sie noch mal gesagt, passieren. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Himmel, ja. Das ist von Ihnen. Das ist von Ihnen. Schmeiß Hirn auf diese Häupter. Ja. Das ist von mir. Aber jetzt wollen wir nicht alles so. Aber jetzt die letzte Frage. Aber tatsächlich in der Ist-Zeit, also jetzt, sind Sie nicht parteipolitisch engagiert? Oder ich habe gar keine Zeit im Augenblick dafür. Woran liegt das? Ja. An als dieser Präsident. Arbeit in der Akademie, die leider eine auch sehr bürokratische Institution ist, mit einem riesen Etat und sehr vielen Mitgliedern, sehr vielen Mitarbeitern, mit einem der deutlichsten Archive zum Beispiel, die wir beherbergen. Und da bleibt leider kaum noch Zeit für anderes. Ich versuche eben jetzt in dieser Akademie, das, was mir wichtig ist, zumindest noch über die Akademie zu transportieren. Nochmal öffentlich agieren und den öffentlichen Raum verteidigen, der überall bedroht wird. Das ist nun wirklich so, weil sich sehr viele Menschen von der Privatisierung das Heil erwarten, dass die Wirtschaft alles regelt und doch insofern eine gefährliche Sache. Ich verteidige auch die Parteien, das wird Sie wundern. Ich hatte nur 8 Tage Zeit. 8 Tage. Die Wände sind leider unheimlich schädlich gemacht worden. Wir lassen sie alle neu und wir lassen mal gleich alle neu machen. Das ist ein bisschen steuerlich.